Herzlich willkommen zu unserem Stream im DPME mit dem Herrn Stefan Hilmer von der Adesso. Wir sind ja schon ein bisschen fortgeschritten in unserer Veranstaltung am letzten Tag angelangt, haben schon ganz, ganz viele Impulse bekommen. Jetzt gucken wir mal auf das Thema, diese agilen Methoden sind in den Organisationen angekommen, aber was heißt das denn eigentlich? Und was heißt das, was das für Auswirkungen? Und holen uns mal so ein paar Tipps und Erfahrungen ab, die uns der Herr Hilmer hier mitgeben kann. Hallo Herr Hilmer, wie geht's Ihnen? Schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Bause, ja, vielen Dank. Mir geht's gut. Ich freue mich auf die nächsten 45 Minuten und freue mich hier vor allem auf dieser wunderbaren Veranstaltung teilnehmen zu dürfen und meinen Vortrag, meinen Beitrag dazu zu leisten. Super, das ist super nett von Ihnen. Wo sind Sie jetzt gerade? Von wo sind Sie uns zugeschaltet? Ich bin zu Hause, ich wohne in Kaltenkirchen, das ist kurz vor Hamburg, wenn man aber aus Richtung Norden kommt. Ah, okay. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ein paar Worte noch zum Ablauf. Wie gesagt, wir haben so eine Gesamtsessionlänge von 35 Minuten. Wenn Sie Fragen haben, einfach raus damit. Sie haben im Dashboard diesen Bereich Fragen, da können Sie die eintippen. Und wenn Sie, der Herr Hilmer und ich haben vorher schon abgestimmt, wenn Sie sofort beantworten müssen, werde ich ihm ins Wort fallen. Ansonsten machen wir das im Anschluss und die Session wird aufgezeichnet. Sie finden sie dann auch ab nächste Woche in unserem YouTube-Kanal, wie alle anderen Sessions auch. Also wenn Sie im Stream oder im Programm noch gesehen haben, da waren ja so viele parallel, konnte ich mir gar nicht alles anschauen, haben Sie nächste Woche noch die Chance, sich das offline anzugucken. Prima, dann würde ich sagen, verlieren wir gar keine weitere Zeit. Ich gebe Ihnen die Moderationsrechte. Das ist super. So. Noch sehen wir nichts. Perfekt, alles da, Ihre Bühne. Viel Spaß, ich freue mich auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank, Herr Bause. Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen dann nochmal. Herzlich willkommen zu meinem Beitrag zu dieser Veranstaltung. Ich habe mir vorgenommen, in den nächsten Minuten etwas zu erzählen über Führung agiler Projektteams. Es ist eine Veranstaltung, die richtet sich an Projektmanager. Und Projektmanager sind damit konfrontiert, dass alles immer agiler wird und dass man damit umgehen muss, dass man Teams anders führt, als man das gemacht hat. Und für diesen Kulturwandel möchte ich ein paar Inspirationen anbieten, damit man ein bisschen was mitnehmen kann, damit man ein bisschen was hat, was man vielleicht mal ausprobieren kann. Ja, vielleicht kurz zu meiner Person. Mein Name ist Stefan Hilmer, das haben wir jetzt schon gehört, und ich arbeite für die Adesso als agiler Coach und Berater. Ich habe eigentlich einen ganz wechselhaften Werdegang. Ich bin von Haus aus Ingenieur für Elektrotechnik, habe dann im Bereich Prozessautomatisierungstechnik auch noch promovieren dürfen, bin dann in die Beratung gegangen, habe Automatisierungsvorhaben gemacht, erst in der Konzeption, dann mehr als Projektmanager und bin dann irgendwann so auf agile Arbeitsweisen gestoßen und bin davon nicht wieder losgekommen. Und das hat sich so weit entwickelt, dass ich heute eben ganze Projekte, ganze Unternehmen, ganze Organisationseinheiten dabei begleite, wenn sie ihre agile Transition machen wollen, so wie ich eben auch meine persönliche agile Transition gemacht habe. Wenn es Fragen gibt, Herr Bause sagte es eben, wir können heute noch eine ganze Menge beantworten. Wir können, glaube ich, nachher noch irgendwo in der Speakers Corner miteinander reden. Aber es gibt hier auch eine ganze Menge Möglichkeiten, Kontakt zu mir aufzunehmen, wenn der Bedarf besteht und man vielleicht noch Fragen hat, die über die Veranstaltung hinausgehen. Da findet man mich auf diesen Seiten. Vielleicht möchte der eine oder andere das nutzen. Ja, Inspiration für den Kulturwandel habe ich da großartig draufgeschrieben. Fangen wir doch erstmal mit dem Begriff Kulturwandel an. Also wir hören das ja immer wieder, das wird alles irgendwie immer volatiler, die Welt ändert sich, wir haben diese VUCA-Welt, es wird alles komplexer und wir gehen von kompliziert und komplexe und alles wird immer größer und alles wird immer schwieriger. Und man denkt sich dann aber manchmal, ja mein Gott, ist es denn wirklich so? Ich stehe jeden Morgen auf, das habe ich vor 20 Jahren schon gemacht. Ich fahre ein, zwei Mal im Jahr in Urlaub, das habe ich vor 20 Jahren schon so gemacht.
ist die Welt wirklich komplexer geworden. Aber irgendwann ist es mir aufgefallen, als ich das hier gefunden habe. Die Älteren unter den Zuhörern mögen das vielleicht noch erkennen. Das ist eine Casio Digitaluhr. Als ich so ungefähr 14 Jahre alt war, hatte ich diese Uhr. Und es war ein absolutes Must-have in der Schule, so eine Uhr zu tragen. So eine Uhr hatte einfach alles. Die hatte also einen Wecker, die hatte eine Stoppuhr, die hatte einen Kalender. Das war wirklich technisches High-End. Und dann habe ich mir so überlegt, was hatten denn meine Kinder, die jetzt auch schon größer sind, aber als sie so 14 waren, da war es ein Smartphone, ein Samsung Galaxy S3 Mini, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und zwischen diesen beiden Geräten liegen 30 Jahre, aber eben der gleiche Effekt. Es ist das Must-have, das technische High-End-Gerät für Schüler in der Mittelstufe. Und daran wird aber auch deutlich, was sich da so verändert. Einmal eben auf der technischen Seite, auf der Seite dieses Gerätes. Ja, also diese Armbanduhr, die war vollständig beschreibbar. Einige mögen sich noch daran erinnern, es gab früher so etwas wie Bedienungsanleitung. Das waren so ein paar Seiten Papier und da stand genau drin, was ein Gerät kann und was ein Gerät macht, wenn man das gekauft hat und wie man das benutzt. So etwas gibt es natürlich für ein Smartphone nicht mehr. Denn selbst wenn ich eine vollständige Beschreibung hätte in Form eines Handbuches, dann lade ich die nächste App runter und das Ding funktioniert ganz anders. Das heißt, eine vollständige Beschreibbarkeit kann ich nicht erreichen. Mit dieser Bedienungsanleitung, mit dieser vollständigen Beschreibung konnte ich das aber sehr leicht erlernen. Das ist bei einem Smartphone anders. Da erlerne ich das intuitiv. Also ich habe meinen Kindern da die SIM-Karte reingeschoben und dann haben die mit diesem Smartphone mehr gemacht, als ich mit meinem Smartphone jemals gemacht hätte. Ja, da ist irgendwas ganz anders, da entwickelt sich etwas, das eben sehr viel einfacher bedienbar wird. Die Uhr hatte ein statisches Verhalten. Ich wusste immer, auf welchen Knopf ich drücke, was dann passiert mit dieser Uhr. Da stand ja alles in dieser vollständigen Beschreibung drin. Beim Smartphone ist es halt so, oft genug drücke ich da auf irgendeinen Knopf und hoffe, dass das passiert, was ich gerne möchte. Und unterm Strich muss man sagen, dass diese Uhr vielleicht ein kompliziertes System war. Also sie war kompliziert genug, also dass mein Großvater damit nicht mehr umgehen hätte können oder so, dass er das auch kaum verstanden hat, was ich da machte. Aber das Handy ist jetzt wahrscheinlich schon so in dieser Stufe komplex. Aber viel wichtiger als dieses Technische ist eigentlich die Rückwirkung. Ja? Also so eine Uhr hatte kaum äußere Einflüsse. Irgendwann war die Batterie leer, die hat man gewechselt, dann ging das wieder. Ja? Und so ein Handy hat starke äußere Einflüsse. Ein Messenger funktioniert nur, wenn andere Menschen auch online sind. Richtig. Ich brauche ein Netz, ich brauche Strom, ich brauche alles. Das ist halt wirklich davon abhängig, wo ich gerade bin und wer noch gerade irgendwo im Netz ist, wie dieses Handy funktioniert. So eine Uhr hatte kaum Auswirkung auf mich als Anwender. Ja, okay, sie hatte so einen Wecker und damit bin ich vielleicht ein- oder zweimal pünktlich gewesen, wo ich sonst zu spät gekommen wäre. Aber ansonsten hatte diese Uhr kaum Einflüsse auf mich. Und so ein Handy verändert das Verhalten kolossal. Also damals schon, als ich den Kindern diese Geräte gekauft habe und sie die dann irgendwann zu Weihnachten geschenkt bekommen haben, von da ab ging es dann, veränderte sich ganz viel. Ich weiß nicht, wer von Ihnen allen als Zuhörer Kinder hat. Wenn Sie Kinder haben, dann sind Sie auch immer mal eine Zeit lang Taxifahrer. Und wenn Ihre Tochter Ihnen sagt, hol mich bitte um 10 ab, dann ändert sich das alle Stunde, wo sie abgeholt werden will, wann sie abgeholt werden will. Das ist irgendwie immer etwas anderes. Also da passiert so viel und die Kinder reagieren permanent drauf. Wenn ich früher Verabredungen hatte als Kind oder als Teenager, dann haben wir gesagt, okay, wir treffen uns um 19 Uhr da und da und dann geht es los. Und dann war man um 19 Uhr da oder man war zu spät, die anderen waren vielleicht sogar schon weg.
Und heute die Kinder, die verabreden sich und schieben Termine alle 5 Minuten hin und her. Und das ist ein ganz anderes Verhalten und das erhöht auch die Komplexität wieder. Ja, das Umfeld ist nicht mehr kompliziert, sondern komplex. Und so ändert sich alles und so dreht sich das in einer Schleife und so dreht sich das in einer Schnecke immer weiter. Und das hat eben auch Auswirkungen auf uns als Projektleiter. Wenn wir Projekte machen, da verändert sich auch vieles. Ja, ich habe da mal so einen Satz gefunden, der eigentlich ist auf den Kopf trifft, also den Nagel auf den Kopf trifft. Selbst wenn man in der Lage wäre, beim Projektbeginn alle Anforderungen im Detail zu formulieren, man zudem den Projektverlauf exakt vorhersagen und planen könnte, würde der Kunde am Ende bestenfalls das erhalten, was zu Projektbeginn festgehalten wurde. Und das reicht in der Regel halt nicht, weil das Projekt so lange läuft, dass sich diese Welt so schnell, so viel weiter verändert hat, dass wir etwas ganz anderes brauchen, als wir ursprünglich mal gedacht haben. Und wir sind auch gar nicht in der Lage, wirklich am Beginn die Anforderungen alle aufzunehmen. Da kommt immer irgendwann der Satz vom Kunden, ja, und was man sonst noch alles so braucht. Und wir können auch den Projektverlauf nicht mehr vorhersagen. Heute ändern sich Dinge unheimlich schnell. Ich will aber gar nicht mal auf Corona zurückgreifen, was total unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Es sind auch sonst viele Dinge, die sehr schnell sich ändern und die sehr schnell Änderungen annehmen. Und darauf müssen wir reagieren. Und da hilft uns irgendwie die neueren Entwicklungen. Ja, wir wenden Scrum an plötzlich. Ja, wir planen gar nicht mehr so viel voraus, sondern wir planen immer nur für die nächsten 14 Tage für einen Sprint. Damit kommen wir mit solchen Sachen etwas besser klar. Aber wir als Projektmanager müssen damit auch noch klarkommen, dass wir da unser Projekt abarbeiten können. Manchmal kommt unser Team und sagt, wir wollen Kanban machen. Und dann kommen solche großen Tabellen an die Wand. Auch damit müssen wir umgehen. Wir sollen Design Thinking machen, weil wir irgendwie kreativer sein müssen, weil wir schneller am Markt mit neuen Lösungen sein wollen. All das ist Kulturwandel und all das hat Auswirkungen auf die Projektarbeit für uns als Projektmanager. Ja, hier ein typischer Phasenplan. Projektmanager kennen das. Wir stellen irgendwann einen Phasenplan auf in der frühen Phase hier für ein typisches IT-Projekt. Wir machen eine Sache nach der anderen und begleiten das als Projektmanager und arbeiten so uns unseren Zielen entgegen. Das hat immer gut funktioniert. Damit sind wir zu dem Punkt gekommen, an dem wir jetzt sind. Aber an diesem Punkt, an dem wir jetzt sind, kommen neue Anforderungen auf uns an. Ja, jetzt müssen wir iterativ vorgehen, um eben diesen Sachen gerecht werden zu können, die wir eben gehört haben. Ja, und dann machen wir nicht mehr am Anfang eine Analyse, sondern wir haben so ein Product Ownership, das die ganze Zeit dabei ist. Wir machen kein Design und Implementierung und Test. Das machen wir alles so irgendwie im Bündel. Das hängt eng zusammen. Wir haben Architekten und wir machen Refactoring. Wir testen möglichst automatisiert. Aber vor allen Dingen machen wir das die ganze Zeit. Und wir machen auch kein Rollout am Ende, sondern wir liefern permanent aus. Und der Betrieb muss damit umgehen. Wir haben so ein DevOps, der das auch macht. Und dann ist das Projektmanagement eben kein einfaches Projektmanagement mehr, sondern das Management agiler Projekte. Viele reden von agilem Projektmanagement. Den Begriff mag ich nicht so, aber das Management agiler Projekte finde ich eigentlich ganz viel passender. Und das ist eine ganz andere Welt. Ja, das hat Einfluss auf unser Team. Und wir haben ein Team, das bisher irgendwie so prozessorientiert gearbeitet hat. Da hat einer die Analyse gemacht, der nächste hat das Design gemacht, der andere macht die Implementierung und man hat sich dann immer irgendwie Artefakte übergeben. Und heute, wenn alle alles gleichzeitig machen, das können wir als Projektmanager gar nicht mehr vorherplanen. Die arbeiten sehr viel situativer und wir müssen so eine Gruppe im zusammenhalten und mit der arbeiten. Ja, das Team arbeitet selbst organisiert. Es sind nach wie vor alle Fähigkeiten drin. Es ist ein cross-funktionales Team, aber das Team arbeitet halt selbst organisiert. Auf der linken Seite haben wir das gemanagt bekommen. Da hatten wir unsere Organisationsstruktur, die war meistens hierarchisch aufgebaut. Wir waren Projektleiter, wir hatten Teilprojektleiter und die haben das organisiert, was da unten prozessorientiert abgearbeitet wurde. Und hier brauchen wir was Neues.
Wir nennen das dann gerne Empowerment. Wir müssen irgendwie dieses Team in die Lage versetzen, crossfunktional und selbstorganisiert zu arbeiten. Und das müssen wir als Projektmanager weiterhin tun. Und da brauchen wir vielleicht auch mehrere Menschen zu. Da müssen wir unseren Weg finden. Und genau für diesen Weg möchte ich jetzt ein paar Inspirationen geben, ein bisschen aufzeigen, was man da so machen kann. Was ich da für Ideen habe, die sich bei mir im Laufe der Zeit entwickelt haben und die bei mir irgendwie verprobt wurden. Und ja, vielleicht auch ein paar Stolperfallen, die ja nicht jeder für sich dann auch nehmen muss. Ja, ganz wichtig ist, das hat sich für mich so herausgestellt, wenn ich mit einem Projektteam arbeite und das agil arbeiten soll, dann muss ich für dieses Projektteam gemeinsame Ziele schaffen. Das klingt immer so einfach, aber wenn ich einzelnen Projektmitarbeitern einzelne Ziele gebe, dann läuft jeder auf sein Ziel los und er vergisst einfach so nach links und rechts zu schauen. Er möchte sein Ziel erreichen. Je dichter das Projektende kommt, umso schwieriger ist es ja auch, sich noch um Dinge zu kümmern außerhalb der eigenen Projektziele. Und deswegen marschiert man viel zu sehr mit Scheuklappen durchs Projekt. Lieber alle Ziele zusammenfassen und sie dem ganzen Team geben. Das ist das, was ein Projektmanager heute in einem agilen Projektkontext machen sollte und womit er besser fährt. Denn wenn wir gemeinsame Ziele setzen, dann können wir auch gemeinsame Erfolge feiern. Und wenn wir gemeinsame Erfolge feiern, dann müssen wir vorher gemeinsame Verantwortung übernehmen. Und erst wenn das Team gemeinsame Verantwortung übernimmt, wenn jeder weiß im Team, er hat auch die Verantwortung für dieses Projekt und für dieses Projektergebnis, dann arbeiten alle motiviert mit und alle sind dabei. Und das ist nicht nur in so einem kleinen Projektteam mit 5, 6 Mann möglich. Das geht auch über ganze Unternehmen. Dafür habe ich mal irgendwann so ein Beispiel aufgeschnappt auf einer Konferenz auf dem Scrum Day 2015. Ist schon ein bisschen her, aber da stach eine Person für mich heraus. Das ist Volkmar Denner, Vorsitzender der Geschäftsführung Robert Bosch, ist er auch heute noch. Der hat da an Podiumsdiskussionen teilgenommen, aber auch Geschichten erzählt, wie agil Bosch wird, was die für agile Projekte und super tolle Erfahrungen mit Tesla gemacht haben und dass die Entwicklungszeiten für die Ausrüstung neuer Autos tatsächlich um ein Drittel oder um die Hälfte einkürzen konnten, weil sie Scrum benutzt haben. Und wo immer auf dieser Welt Autos entwickelt werden, so ist die Firma Bosch immer dabei, also entweder Zündkerzen oder Batterien oder Steuerungstechnik. Und die haben da sehr positive Erfahrungen gemacht. Das hat er alles gezeigt und hat erzählt, dass man Agilität in die strategischen Ziele des Unternehmens aufgenommen hat. Und ich fand das sehr beeindruckend. Aber sehr viel beeindruckender fand ich dann Zeitungsartikel, die ich etwas später aufgeschnappt habe. Einen davon aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo Herr Denner ankündigt, dass er die individuellen Boni abschaffen will in seinem Unternehmen für Manager. Und das sind natürlich die großen Schrauben. Ja? Da geht es eben auch darum, gemeinsame Ziele zu entwickeln und nicht jeden Einzelnen zu verzielen und damit möglicherweise Konkurrenzsituationen zu erschaffen im Unternehmen. Und noch ein paar Monate später hat dann der Arbeitsdirektor von Bosch gesagt, dass es eben nicht mehr darum geht, 10 Stunden im Büro zu sein, sondern dass man leistungsstark ist, wenn man ein Team führt und ein Team zu einer gemeinsamen Arbeit motiviert bekommt. Und damit zeigt sich eben, dass man, wenn man die richtigen Stellenschrauben stellt, sowas auch in ganz großen Umgebungen schaffen kann. Bosch hat, ich weiß nicht, 350.000 Mitarbeiter, wenn ich da richtig orientiert bin. Und ja, also wir als Projektmanager haben selten Projekte mit 350.000 Mitarbeitern, aber auch in der Größe kann man an den richtigen Schrauben etwas verändern. Und wenn man dann dazu kommen will, dass das Team gemeinsam Ziele verfolgt, dann muss dieses Team auch in der Lage sein, gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Ja, es geht also nicht um Einzelentscheidungen, wie früher ein Projektmanager das gemacht hat und auch nicht mehr mit konsultativen Einzelentscheidungen, also Projektmanager, die zwar ihr Team gefragt haben, aber dann alle Entscheidungen selber getroffen haben. Wir müssen dahin kommen, dass das Team Entscheidungen trifft. Das kann über Mehrheitsentscheidungen gehen. Das kennen wir aus der Politik. Da wissen wir aber auch, wie schwierig das ist und wie schlecht das manchmal funktioniert. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wir haben ein dreiköpfiges Team.
ein Backend-Entwickler, ein Web-Frontend-Entwickler und ein App-Entwickler. Und es soll ein neues Feature entwickelt werden und Web-Frontend und App-Entwicklung sind sich einig, wie sie das machen wollen und überstimmen mit einer Zweidrittelmehrheit das Backend. Können wir uns alle vorstellen, dass das nichts wird, weil wenn das Backend das gar nicht schafft, dann geht das nicht. Das heißt, wir brauchen gar keine Mehrheitsentscheidung, das hilft uns nicht wirklich. Wir brauchen Konsensentscheidungen. Konsensentscheidungen sind schwer zu treffen. Ich weiß, ich habe das als Projektmanager auch nicht immer unbedingt geliebt, wenn ich ein Umfeld hatte, das so Konsensentscheidungen versuchte herbeizuführen. Aber wenn man das mal einmal gemacht hat, dann merkt man, okay, die Konsensentscheidung herbeizuführen ist schwierig. Aber wenn man sie hat, dann arbeiten eben alle an dem Vorhaben mit und an diesem Ziel mit. Ja, und etwas einfacher geht es mit Konsententscheidungen. Da geht es nicht nur, ich bin dafür, ich bin dagegen. Da gibt es in der Mitte dann auch noch ein, ich trage das mit. Das kann man dann auch im Team mit einer einfachen Daumenabstimmung machen. Also entweder ich bin dafür oder ich bin dagegen. Das heißt, dann muss das Team auch weiter diskutieren oder ich trage das jetzt mit. Dann halte ich den Daumen einfach quer. So etwas funktioniert in Projekten wunderbar. Es funktioniert sogar in großen Organisationen. Ich weiß nicht, ob jemand die Firma Premium Cola kennt. Hier in Hamburg wird Cola erzeugt. Mit 5,5 Millionen Flaschen im Jahr sind die keine Konkurrenz für Pepsi oder Coke, aber immerhin ein Marktanbieter und ein Marktanbieter, der als Unternehmen vollständig mit Konsensentscheidungen arbeitet, wo wirklich auch alle an der Peripherie Beteiligten mit an den Konsensentscheidungen arbeiten können und wo 1500 Leute gemeinsam entscheiden, um das Unternehmen zu führen. Und da sieht man dann wieder, das geht also auch im Großen, das geht also auch in großen Projekten, auch für uns Projektmanager. Ja, wir müssen unseren Mitarbeitern, unseren Teams das eben auch. Entschuldigung, das war bestimmt nicht sehr unangenehm jetzt. Wobei stehen geblieben, wir müssen unseren Teammitgliedern das vermitteln und das können wir spielerisch vermitteln. Spiele spielen ist da ein großes Zeichen und da habe ich auch von der Firma Premium etwas gelernt. Die probieren dann einfach mal aus, dass sich so ein Team irgendwie finden muss und eine virtuelle WG gründen muss und sich auf 6 Zimmer verteilen muss. Und das schaffen diese Teams immer. Und spannend wird es dann, wenn man dann hinterher fragt, ja, glaubt ihr, dass ihr das irgendwie anders geschafft hättet als in einer Konsensentscheidung? Und so überzeugt man dann nach und nach Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass man in Konsens arbeiten kann. Ja, wer entscheidet was? Auch das können wir spielerisch lösen. Es gibt sicherlich immer noch Entscheidungen, die trifft der Projektleiter. Das ist einfach seine ureigene Aufgabe. Es gibt aber auch Entscheidungen, die trifft das Team für sich alleine. Und da muss sich das Team irgendwann einig werden mit dem Projektleiter, mit dem Projektmanager. Und dafür vielleicht als kleine Inspiration Delegation Poker. Delegation Poker ist eigentlich so ein Kartenspiel. Es ist ähnlich wie Planning Poker. Das kennt vielleicht schon der eine oder andere. Jeder bekommt so einen Satz Karten, die von 1 bis 7 Nummern tragen und verschiedene Stufen der Einbeziehung widerspiegeln. Die erste Stufe ist eben ein einfaches Mitteilen, also der Projektleiter entscheidet alleine und informiert das Team. Und die siebte Stufe ist eben Delegieren. Das Team entscheidet alleine und der Projektleiter möchte nicht mehr einbezogen werden. Und so etwas kann man spielen und dann nimmt man sich so Punkte, was alles in diesem Team entschieden werden muss. Und dann kommt irgendwann so ein Flipchart bei raus, wie das hier skizzierte. Und dann sagt man, okay, wir haben uns in der Weiterbildung auf eine Stufe 4 geeinigt oder für Urlaubsanträge haben wir uns auf eine Stufe 7 geeinigt. Das heißt, dann hängt irgendwo ein Regelwerk an der Wand, wo dann steht, ja, Urlaube entscheidet das Team alleine. Der Projektmanager entscheidet gar nicht mehr mit über Urlaube. Da muss sich das Team natürlich dann mit dem Projektmanager drauf einigen und das geht über dieses Kartenspiel. Jeder hat diese Karten, das Thema wird genannt, dann heißt es so, Thema Urlaub. Jeder sucht seine Stufe raus, die er meint, die passend ist zu diesem Thema und auf Kommando drehen alle gleichzeitig ihre Karten um. Und da, wo die größte Differenz ist, da beginnt dann so die
Diskussion und über die Kommunikation findet man dann einen gemeinsamen Wert. Ja, vieles ist eben Kommunikation, wenn das Team gemeinsame Ziele verfolgt, gemeinsame Entscheidungen treffen soll. Das können wir als Projektmanager anheizen oder unterstützen mit so kleinen Tools wie menti.com. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Da werden also Präsentationen gemacht und dann werden Abfragen gemacht in das Team rein und jeder sitzt da mit seinem Device und kann Antworten geben und dann entstehen so Word Clouds, wie man sie hier sieht. Also je mehr Leute diese Worte reingeben, umso größer werden sie auch in der Word Cloud. Man kann auch Feedback einsammeln über ganz einfache Mittel. Ich stelle gerne einen Flipchart auf mit so einer kleinen Tabelle wie hier. Da kann man hinterher dann als Teilnehmer vorbeigehen, legt so einen Punkt dort fest, wie man sich fühlt. Und so sehe ich dann als Projektmanager, wie meine Veranstaltungen angekommen sind. Und wenn ich Regelveranstaltungen habe, die immer wieder kommen und diese Punkte irgendwie so langsam immer weiter nach rechts wandern, dann habe ich eine Herausforderung, die ich lösen muss. Und genau dafür mache ich das. Ja, Retrospektiven, das haben wir aus Scrum gelernt, das können wir als Projektmanager aber auch machen, egal ob wir Scrum machen, Kanban machen, Design Thinking, Extreme Programming, was auch immer. Retrospektiven sind wirklich ein schönes Werkzeug, um an das Team heranzukommen und zu sehen, wie der Status ist. Wir haben das eine Zeit lang immer mit Flipcharts gemacht, dann haben wir so Bilder benutzt, so ein Segelboot. Was treibt uns voran, was hält uns auf, machen Kartenabfragen. Inzwischen machen wir das natürlich seit anderthalb Jahren nur online. Da haben wir dann so Kartenabfragen, vielleicht mit anderen Bildern, vielleicht mit einem Flaschengeist und jeder darf einen Wunsch äußern. Es sind gerade so diese persönlichen Dinge, die einen da ganz weit voranbringen können. Ich spiele auch gerne das Spiel mit den Filmrollen. Ja, ich fordere dann jeden Teilnehmer auf, einen Satz zu formulieren, wie ich fühle mich heute, wie die Person Punkt, Punkt, Punkt aus dem Film Punkt, 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 weil, und dann kommt ein Grund dahinter. Ja? Lesen Sie sich mal eine halbe Minute zurück und überlegen Sie sich, wie Sie sich heute fühlen, in welchem Film Sie welche Rolle einnehmen und warum das so ist. Ja? Merken Sie, wie es Ihnen arbeitet, wie Sie jetzt versuchen herauszufinden, wie Sie sich fühlen? Merken Sie, dass Sie dazu zu Ergebnissen kommen, dass Sie so eine Rolle finden? Und so geht es eben auch Ihren Teammitgliedern und die können Sie dort sehr gut erwischen und so können Sie sehr gut reflektieren, wie es den Kolleginnen und Kollegen geht. Ja, Sie können auch kleinere Veranstaltungen machen, Brownback Session. Brownback Session ist eigentlich so ein kleines Mittagstreffen, wo man sich zusammensetzt. Das müssen wir vielleicht noch ein bisschen abwarten, bis wir das wieder können. Aber wir haben das in der Vergangenheit sehr erfolgreich eingesetzt. Da wird einfach in der Mittagspause irgendein Thema genommen. Das kann ein völlig privates Thema sein, das kann ein Thema des Projektes sein. Irgendjemand berichtet darüber, irgendjemand stellt es einfach zur Diskussion und das ganze Team nimmt einfach mal ein Mittagessen, um sich miteinander zu irgendeinem Thema auszutauschen. Dazu muss man sich sein Mittagessen mitbringen und da hat die Brownback Session ihren Namen her. Sie kommt eben aus dem Amerikanischen und wenn Amerikaner sich etwas zu essen mitbringen, dann tun sie das in braunen Tüten und so kommt der Name Brownback Session zustande. Wir haben das lange Zeit so erfolgreich gemacht, dass wir dem Team irgendwann gesagt haben, lasst eure Brownbags zu Hause, bestellt euch Brötchen. Der Nutzen ist allemal größer als das, was wir da investieren. Und so kommt dann noch ein Bonus irgendwie damit rein, der sehr, sehr gut angenommen wurde. Brownback Session, es geht natürlich noch eine Nummer kleiner, wenn wir gerade jetzt wieder gucken, dass wir natürlich noch ein bisschen virtuell arbeiten müssen, eine Zeit lang. Einfach ganz bewusst Teams zu Meetings zusammenzurufen, wo es um nichts wirklich Interessantes geht. Entweder Teile des Teams oder zu zweit oder das ganze Team für einen virtuellen Kaffee in irgendeiner Umgebung sich hinsetzen, gemeinsam Kaffee trinken und einfach mal ein Schwätzchen halten, um eben das Team auch auf dem informellen Weg weiter in Verbindung zu halten. Ja, eigentlich diese Geschichte muss ich Ihnen eigentlich nicht erzählen, aber das versuche ich immer irgendwie
allen Projektmanagern, die ich so in agilen Transitionen begleite, mit auf den Weg zu geben, dass man sich da irgendwie auf dem Laufenden hält, dass man sich kontinuierlich inspirieren lässt. Ne? Man kann verschiedene Bücher lesen, hier zwei sicherlich sehr empfehlenswerte, gerade für den Einstieg. Man kann sonstige Publikationen lesen, wie das Projektmagazin. Es gibt sehr schöne Filme, wie die Augenhöhe-Filme. Es gibt sehr, sehr viele Blogs inzwischen. Ich empfehle mir aber auch gerne den von Gunter Dück mit der Omniosophie. Wenn man mal das Gefühl hat, oh Gott, das ganze Agile, das läuft bei mir ja nun gerade mal überhaupt nicht, dann findet man in der Omniosophie immer irgendwie jemanden, wo man das Gefühl hat, ja, der versteht mich. Da läuft es auch nicht immer gerade alles rund. Ja, es gibt aber auch Meetings, Meetups, Sing-Gruppen oder ähnliches, die man nutzen kann, um sich auszutauschen oder größere Konferenzen. Aber das muss ich Ihnen ja gar nicht erzählen. Sie sind ja gerade heute und deswegen hier. Ja, manchmal ist es einfach nur schön, auf so einer Konferenz zu sein oder so etwas zu nutzen, um für sich selber einen Spiegel zu kriegen. Und bei mir war der Spiegel einfach, als ich diese Folie mal zusammengestellt habe vor einiger Zeit, da habe ich dann etwas später gelesen, das in einem Blog von Mayflower, wie Meetups, Barcamps, Konferenzen meine Arbeit erleichtern. Und alleine dadurch hatte ich die Bestätigung, ja, ich bin nicht der Einzige, der das Gefühl hat, dass Meetups, Konferenzen meine Arbeit verbessern, sondern das geht auch anderen so. Deswegen empfehle ich jedem, der sich mit diesem Agilen konfrontiert fühlt, kontinuierliche Inspiration. Cargo-Kult vermeiden. So langsam komme ich hier in Zeitnot. Cargo-Kult vermeiden heißt eigentlich, ja, es gab in Afrika mal Stämme, die als die so weit abgelegen gewohnt, gelebt haben, dass sie nur durch Zufall irgendwann die Zivilisation näher kennengelernt haben, dichter rangekommen sind, an Flughäfen rangekommen sind und gesehen haben, dass Flugzeuge vom Himmel kommen und Sachen liefern. Und das wollten sie auch. Und dann haben sie bei sich zu Hause so etwas nachgebaut. Sie haben Pisten versucht zu bauen, sie haben versucht, einen Tower zu bauen, sie haben versucht, ein Flugzeug zu bauen, in der Hoffnung, dass jetzt irgendwie Flugzeuge kommen und ihnen etwas bringt. Naja, da kann man natürlich lange in den Himmel gucken. Und so ist es halt auch, wenn man agil arbeiten will. Wenn man einfach nur sagt, ja, wir arbeiten jetzt agil, wir hängen uns jetzt ein Kanban-Board an die Wand, dann sind wir agil. Mit ganz vielen Post-its, dann wird das super. Das wird nicht funktionieren. Man muss wirklich sich darum kümmern, dass man so etwas aufgebaut kriegt, dass ein Mindset erzeugt wird. Und damit man dahin kommt, dass man wirklich agil arbeitet. Dafür braucht man eine Führung. Ich mache das immer gerne fest an diesem Satz. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommeln nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Besser kann man, glaube ich, nicht motivieren und Motivation und Leadership beschreiben. Es reicht aber manchmal auch nicht zu demotivieren. Ich hatte eben schon mal das Buch der Bienenhirte gezeigt. In dem Bienenhirten geht es darum zu zeigen, was der Unterschied ist zwischen agilen Arbeiten und traditionellen Arbeiten. Und das wird eben bildhaft dadurch dargestellt, dass eben auf der einen Seite ein Imker ist und auf der anderen Seite ein Schafhirte. Und da kann man sich auch schon vorstellen, der Imker ist eben für das agile Team zuständig, der Schafhirte für das Traditionelle. Und der Traditionelle hat eben früher auch einen Schäferhund gehabt. Und wenn der bellt, hat er das die Schafherde zusammengetrieben und so etwas hilft einem natürlich mit einem Bienenstock nicht. Und solche Bilder verdeutlicht dieses Buch und das ist eben eines der Bilder. Versuchen Sie einfach, Ihre alten Dinge abzulegen, loszulassen, nicht zu bellen, nicht irgendwie die Führung geben zu wollen. Das würde demotivieren und Leadership reicht schon oft dadurch, dass man nicht demotiviert. 360 Grad Feedback ist sicherlich ein großes, großes, mächtiges Werkzeug. Das kann man aber so einfach im Projekt möglicherweise gar nicht etablieren. Wenn Sie aber so Sachen machen wie Retrospektiven oder Mentimeter
oder auch möglichst viele Kommunikationstools benutzen, die Sie dann auch verfolgen können, dann kriegen Sie 360 Grad Feedback von selber. Da müssen Sie nicht irgendwelche Feedback-Meetings machen oder so etwas, in denen Ihnen sowieso jeder das erzählt, was Sie gerne hören wollen, weil Sie ja möglicherweise noch eine doppelte Abhängigkeit zu Ihren Teammitgliedern haben, weil Sie eine Personalführungsaufgabe haben oder so. Ja, versuchen Sie sich das zu schaffen, dass Sie solche Freiräume haben, solche Möglichkeiten haben und holen Sie sich dieses Feedback ein. Wenn irgendwo WhatsApp-Gruppen laufen, klicken Sie sich da ein, lesen Sie damit, damit Sie wissen, was in Ihrem Team passiert. Und es muss natürlich eine Fehlerkultur geschaffen werden. Ja, wenn wir tatsächlich so iterativ arbeiten wollen und Sachen ausprobieren wollen, Experimente machen wollen, dann muss das auch in der Fehlerkultur des Projektmanagements verankert sein. Ja, wir haben mal in einem Projekt tatsächlich den Satz geprägt, lieber hinterher um Verzeihung bitten als vorher um Erlaubnis. Da war es tatsächlich so, dass viele Projektmitglieder sich immer versteckt haben, gesagt haben, oh, da muss ich erstmal meinen Chef fragen. Oh, nee, das kann ich nicht entscheiden. Und dann kam immer von irgendeiner Seite dieser Satz zurück und dann wurden Entscheidungen etwas schneller getroffen. Denn wenn wir Entscheidungen immer erst irgendwo einholen müssen, dann dauert das einfach zu lange und wir kommen nicht in diesen Bereich der Agilität rein. Und deswegen ist diese Fehlerkultur so unheimlich wichtig. Und das waren auch schon die Inspirationen, die ich mitgeben wollte. Ich bin noch ein bisschen in Zeit und habe auch noch ein bisschen Zeit für mein Fazit. Mein Fazit, da komme ich zurück auf das Bild, das ich vorhin gezeigt habe, diese Uhr und dieses Smartphone. Und auch wenn da 30 Jahre dazwischen liegen, eins hatten sie gemeinsam. Wenn man sie in der Schule im Unterricht benutzt hat, dann waren sie ganz schnell weg. Da waren Lehrkräfte, die das eingesammelt haben, da waren Lehrkräfte, die gesagt haben, okay, kannst du nach dem Unterricht wieder abholen, das war dann noch okay. Kannst du dir morgen wieder abholen, war schon doof, und können deine Eltern für dich abholen, ist dann in der Regel irgendwie Höchststrafe gewesen. Und das war dann ganz schlecht. Ich weiß, Lehrer sind heute da inzwischen anders. Die sind anders davor als in meiner Jugend und auch als in der Kindheit meiner Kinder, sodass das besser ist. Die lassen mehr zu. Und das ist auch genau das, was ich als Fazit Ihnen als Projektleiter mitgeben möchte. Ja, einfach zulassen. Wenn Sie Agilität in Ihre Projekte mehr und mehr Raum geben wollen, lassen Sie solche Dinge zu, die die Mitarbeiter reinbringen. Das ist natürlich so der Top-Down-Ansatz für Sie. Sie haben ja von unten auch noch irgendwie so einen Bottom-Up-Ansatz gegenüber Steuerkreisen, Vorgesetzten und sonst irgendetwas. Da ist das Fazit genauso einfach. Einfach machen. Einfach machen, einfach zulassen. Ist eigentlich der beste Umgang mit dem Veränderungen, die der Kulturwandel für uns in der Projektarbeit so mit sich bringt. Und damit bin ich tatsächlich auch gut in der Zeit am Ende dessen, was ich vorstellen wollte. Wir haben den Kulturwandel, wir müssen in den Projekten damit umgehen. Ich hoffe, ich konnte ein paar kleine Werkzeuge Ihnen mitgeben und Sie dazu motivieren, das Fazit einfach zulassen, einfach machen, wahrzunehmen und in Ihren Projektalltag zu tragen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war ein toller Vortrag, tolle Inspirationen, tolle Ansätze, mit denen man gehen kann. Ich habe jetzt tatsächlich eine Frage. Sie hatten ja den Beispiel von dem Kollegen von Bosch, der jetzt sicherlich dann jemand ist, der vorweg geht. Das ist ja nicht immer noch mehr die Ausnahme als statt die Regel zurzeit. Also die meisten Organisationen sind doch immer noch hierarchisch organisiert. Wenn man jetzt in einem so einem klassischen, genau, wenn man in so einem klassischen Unternehmen unterwegs ist, ich sage mal so ganz gerne hysterisch gewachsen in den letzten Jahren, womit würden Sie denn anfangen? Was wäre dann so, sagen wir mal, ich will jetzt in Richtung Agilität, ich glaube, dass das für uns gut ist. Wo sollte man, was ist der erste Schritt? Also den würde ich nicht so pauschal gehen und ich würde auch fast nie den Schritt mitgehen, wir wollen jetzt agil werden. Ich gehe immer nur dann diesen Schritt in Richtung Agilität, wenn ich damit etwas erreichen will. Ich brauche ein Ziel. Wenn ich weiß, ich möchte meine Marktsituation verbessern, weil ich mit meinen Produkten immer zu spät am Markt bin. Wenn ich weiß,
meine Mitarbeiter sind unzufrieden, ich brauche zufriedenere Mitarbeiter. Wenn ich weiß, ich finde überhaupt gar keine Mitarbeiter mehr. Oder ich weiß, es gibt Ideen am Markt, die deutlich besser sind als unsere und wir kommen da gar nicht mehr mit. Wir müssen kreativer werden in unserer Ideenfindung. Das sind immer ganz unterschiedliche Ziele, die ich alle mit Agilität bewältigen kann, aber die mir ganz andere Ansichtspunkte geben. Und danach muss ich das unterscheiden. Wenn ich nur einfach die Mitarbeiter zufrieden habe, dann gehe ich im Development ran, mache ein bisschen Kanban und damit haben die Mitarbeiter vielleicht ein bisschen mehr Freiraum, ein bisschen mehr so in der eigenen Gestaltung und kommen in die Selbstorganisation. Dann komme ich mit so einer Methodeneinführung im Development gut klar. Wenn ich aber wirklich in die Produktrichtung möchte, dann muss ich weiter den Prozess fassen, muss mehr am Ende gucken und muss auch das Management mehr einbinden und muss dort viel mehr anfangen. Also da gibt es eine ganz große Bandbreite, wenn es um Unternehmen geht und wenn es um Projekte geht, dann ist für mich immer der Einstieg wirklich Projektmanager, nehme dich zurück, gib die Selbstorganisation, gib die Ziele an das ganze Team. Arbeite nicht mehr mit deinen Entwicklungshelden. Jeder Projektmanager hat einen Programmierhelden, zu dem geht er immer hin, wenn er ganz schwierige Probleme hat. Der löst die auch bis morgen früh um 7, dass ich um 10 Uhr zur Präsentation etwas habe. Aber davon muss ich weg. Ich muss diesen Teamgedanken schärfen und das ist dort sicherlich der beste Einstieg. Super. Also das Warum steht im Vordergrund und nicht die Agilität. Agilität hat keinen Selbstzweck. Ich glaube, das ist ein schönes Fazit. Vielen, vielen Dank für Ihren Vortrag. Wenn Leute noch mit Ihnen weiter sprechen wollen, weiter diskutieren wollen, ich nehme an, man findet Sie mit sicherlich bei LinkedIn, Xing und so weiter. Und ansonsten noch mal kurz der Hinweis auf unsere Speakers Corner. Ich nehme mal kurz die Präsentation wieder zu mir zurück. Gerne. Und zeige Ihnen noch mal kurz den Weg, wenn jetzt sehen Sie ja unsere Lobby und hier oben links, da blinkt die Speakers Corner, da einfach draufklicken und da finden Sie gleich den Herrn Hilmer auch. Da können Sie noch weiter sprechen, Fragen stellen, sich austauschen oder wenn Sie Input für ihn haben, auch gerne zurückgeben. Vielen Dank. Es also war ein toller Vortrag. Hat mir viel, viel Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Das war auch nicht nur inhaltlich toll, sondern auch unterhaltsam. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei uns Ihren Beitrag zu leisten und einfach aus Ihren Erfahrungen, aus dem Nähkästchen ein bisschen zu plaudern. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich, dass ich die Bühne bekommen habe und freue mich natürlich auf jedes Feedback, das ich jetzt noch direkt bekomme, entweder in der Speakers Corner oder wie gesagt, kontaktieren Sie mich gerne. Feedback ist ein schönes Stichwort. Hier auch nochmal der Link zur Feedback zu unserer Veranstaltung. Also wenn Sie Lust haben, uns zu schreiben. Wir freuen uns natürlich über alles, was Ihnen gefallen hat, aber auch was viel Wichtiges, was Ihnen nicht gefallen hat oder was Ihnen vielleicht gefehlt hat. Was Sie sagen werden, bei den nächsten Veranstaltungen möchten wir das gerne haben. Hier über Proven Expert einfach den QR-Code abfotografieren. Da können Sie uns auch Ihr Feedback zukommen lassen. Ansonsten gibt es jetzt nur noch den Hinweis auf die Abschluss-Keynote von Herrn Hans von der Bearing Point. Der spricht über Projektleitung aus dem Homeoffice. Ich sage mal so, das ist eine Herausforderung, die wir alle in den letzten 15 Monaten hatten. Das auch kommunikativ sicherlich nicht einfach ist. Er berichtet hier von seinen Erfahrungen und im Anschluss direkt haben wir dann praktisch den Abschluss der Veranstaltung und auch für alle, die an der Ausstellerrallye mitgemacht haben, dann die Bekanntgabe der Gewinner. Also, dann sehen wir uns gleich in dem Abschlussvortrag. Herr Dr. Hilmer, vielen, vielen Dank. Passen Sie auf sich auf. Schönes Wochenende schon mal und bis demnächst. Tschüss. Vielen Dank, bis dahin. Ciao.